Okay, sorry. Kleine Hustenattacke. So, Literatur. Ich habe hier, also erstmal nicht erschrecken, ich habe Ihnen auf den folgenden Folien ziemlich viel Literatur angegeben für dieses Kapitel. Aber Pflicht ist erstmal nur das, was hier steht auf dieser Folie, nämlich einmal dieses kleine Unterkapitel aus dem Lehrbuch von Fritz, Schwein und Ebbers. Wo es um den stetigen Fall von Coase-Verhandlungen geht, den wir uns heute anschauen. Und natürlich die Kapitel aus dem Überblicksartikel zum Coase-Theorem, die sich mit experimenteller und empirischer Literatur befassen. Hier habe ich jetzt das Kapitel gar nicht hingeschrieben, aber im Moodle-Forum steht, wo es genau anfängt, in dem Artikel. Dieser Artikel ist ein Buchkapitel aus der sogenannten Encyclopedia of Law and Economics. Und das Schöne an dieser Encyclopedia ist, dass sie komplett, dass alle Kapitel aus diesem Werk kostenlos online verfügbar sind. Und da sind eben super Überblicksartikel zu quasi allen Gebieten der Rechtsökonomik drin. Ne? Also wenn Sie vorhaben, noch andere Veranstaltungen zur Rechtsökonomik zu besuchen oder vielleicht gezwungen sind, im Master nochmal zu mir zu kommen, wenn es dann um fortgeschrittene Rechtsökonomik geht, dann ja, ist diese Enzyklopädie auf jeden Fall ein guter Anfangspunkt, um in ein Thema reinzukommen. Ne? Ja, die Enzyklopädie selber habe ich Ihnen jetzt nicht verlinkt, müssen einfach mal googeln. Ne? Also einfach hier Encyclopedia of Law and Economics googeln. Und dann kommen Sie auf die Seite mit allen Kapiteln. So, und jetzt habe ich Ihnen noch eine ganze Reihe von Artikeln angegeben. Und Sie werden merken, das ist nichts anderes als die Liste der Artikel, die in dem Überblicksartikel hier von Medema und anderen besprochen werden. Ich gebe Ihnen die Artikel hier der Vollständigkeit halber mit an und habe Ihnen alle Artikel, soweit ich sie kriegen kann, auch hochgeladen auf Moodle. Einfach nur der Vollständigkeit halber, weil manchmal ist ja so ein Absatz oder zwei ein bisschen arg verkürzt in einem Überblicksartikel. Und wenn Sie ein bestimmtes Argument nachlesen wollen, kann es sich lohnen, auch die Originalquelle mal zu lesen. Aber das hier ist in keiner Weise Pflicht zu lesen, ne? Nur der Vollständigkeit halber. Und die zweite Reihe an Artikeln ist hier. Genau. Und ja, der Plan für heute ist, wir schauen uns erstmal eine kleine Wiederholung an zum Coase-Theorem. Dann schauen wir uns den stetigen Fall an, wo Emissionsniveaus eben nicht diskret sind, sondern stetig. Also es geht nicht um die Entscheidung, mache ich Lärm oder mache ich keinen Lärm, sondern wie viel Lärm mache ich auf einer stetigen Skala. Und dann schauen wir uns ein bisschen empirische Evidenz an. Und zwar habe ich geplant, dass wir uns heute die ersten drei Studien auf dieser Liste hier anschauen. Das sind alles experimentelle Studien. Und nächste Woche geht es dann weiter mit nicht experimentellen empirischen Studien. So, und last but not least würde ich Ihnen gerne noch eine weitere Quelle angeben. Das hier ist keine echte Literatur, sondern ein Link zu einem TED-Vortrag. Ich weiß nicht, ob Sie die TED-Vortragsreihe kennen. Ja, es ist so eine Vortragsreihe, wo kluge Leute, tolle Leute hinkommen und unterhaltsame Vorträge halten. Und das ist aber jetzt gar nicht wichtig, sondern hier geht's, es wichtig ist, dass es in diesem Vortrag hier um eine direkte Anwendung des Coase-Theorems geht und auch relativ unterhaltsam aufbereitet ist. Und wenn Sie zwischendurch mal ein bisschen Luft haben und sich das mal in gut verständlicher Sprache anschauen wollen, wie man das Coase-Theorem an einem echten Beispiel erklären kann, dann schauen Sie sich diesen Vortrag doch an. Okay, aber jetzt steigen wir wirklich ein in das Thema Eigentumsrechte. Und zwar wiederholen wir jetzt nochmal ein bisschen die ganz grundlegenden Sachen und steigen dann ins Coase-Theorem ein.
So, das Kapitel zu Eigentumsrechten fängt im Kuta Yule mit diesem Zitat an. This morning in a remote meadow in Wyoming, a Muley was born. To whom does that Muley belong? Muley ist ein Esel. Genau, also das ist eigentlich eine der Grundfragen, ne, wenn der ökonomischen Analyse von Eigentumsrechten. Irgendwo auf einer Wiese wird ein Esel geboren und wem gehört der Esel? Welche Rechte kann man an ihm haben? Darum geht es in diesem Kapitel. Daher finde ich dieses Zitat eigentlich sehr schön als Einstieg. In der ökonomischen Analyse von Eigentumsrechten sehen wir Güter als Bündel von Rechten. Was heißt das? Naja, ein Gut, mit einem Gut kann man verschiedene Sachen machen. Man hat das Recht, verschiedene Sachen zu machen. Und in der Ökonomik der Eigentumsrechte definieren wir ein Gut einfach dadurch, welche Bündel von Rechten mit diesem Gut an diesem Gut dranhängen. ganz kurz zur Terminologie. Das englische Wort in der Literatur ist meistens Property Rights für Eigentumsrechte. Auf Deutsch sehen Sie je nachdem, was für eine Quelle Sie haben, entweder das Wort Eigentumsrechte oder Verfügungsrechte oder Handlungsrechte. Am weitesten verbreitet ist sicherlich das Wort Eigentumsrechte, wobei ich finde, vom Sinn her macht Verfügungs- oder Handlungsrechte eigentlich mehr Sinn, weil da steckt eher die Logik drin, ne? Was kann ich mit dem Gut machen? Während bei Eigentumsrechten, da steckt eher so drin, wem gehört das, aber das ist eben sehr verein, das geht nicht weit genug. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Egal. Genau. Und wenn wir eben Güter als Bündel von Rechten betrachten, dann kann das man kann natürlich verschiedene Arten von Rechten an einem Gut haben. Das müssten Sie eigentlich alles aus der ÖAR 1 noch kennen. Ganz grundlegend kann man hier vier Kategorien von Rechten ökonomisch gesehen unterscheiden. Einmal die Nutzung eines Gutes, die Einbehaltung von Erträgen eines Gutes, die Veränderung von Form und Substanz eines Gutes und die Übertragung eines dieser Rechte oder alle an jemand anders. Das ist erstmal sehr abstrakt. Schauen wir uns zwei Beispiele an. Genau, das erste Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, ist der Apfelbaum. Und genau, überlegen Sie mal, was könnten denn diese vier verschiedenen Rechte, die wir hier haben, am Beispiel des Apfelbaums sein? Inwieweit kann ich einen Apfelbaum nutzen? An einem heißen Sommertag kann ich mich drunter setzen und den Schatten genießen, den der Baum spendet. Einbehaltung von Erträgen, Usus Fructus, da steckt schon Frucht drin. Ein Apfelbaum wird irgendwann auch Früchte tragen. Das heißt, ich kann das Recht haben, die Äpfel von einem Apfelbaum zu ernten. Veränderung von Form und Substanz eines Apfelbaums. Überlegen Sie, was kann ich mit dem Apfelbaum machen? Naja, ich könnte ihn fällen und das Holz aus dem Holz, mir aus dem Holz irgendwas schreinern lassen. Ich kann, hauptsächlich geht es beim Apfelbaum um das Holz natürlich. Ich kann ihn stutzen, wie ich will. Das dritte Recht beinhaltet, dass ich den Baum stutzen kann, wie ich will. Ich kann den Baum in eine Mickey-Maus-Form stutzen. Ich kann ihn in seiner Form und Substanz verändern. Das ist damit gemeint. Und als letztes natürlich Übertragung dieser Rechte. Ich kann einen Apfelbaum verkaufen. Das würde dann bedeuten, dass alle diese Rechte, die ich eben genannt habe, übergehen an den neuen Eigentümer. Ich kann aber auch einzelne dieser Rechte übertragen. Ne? Das klassische Beispiel, das mir immer einfällt, ist, wir wohnen ja hier auf dem Dorf und es gibt diverse
Apfelbäume, die quasi der Gemeinde gehören. Und jedes Jahr am Anfang des Herbstes gibt es eine kleine Versteigerung, wo dann der Ortsvorsteher mit potenziellen Interessenten von Baum zu Baum geht und quasi das Recht auf Ernte versteigert. Ne? Und das wäre ein Beispiel dafür, wo nur ein bestimmtes Recht an diesen Apfelbäumen wird übertragen, nämlich ja, das, der Einbehaltung von Erträgen und zwar auch nur zeitlich begrenzt. Ja? Deswegen ist der Apfelbaum eigentlich mein Lieblingsbeispiel hier für diese Einführung. Und das zweite Beispiel, ein bisschen in einer ganz anderen Sphäre, ist eine Musik-CD. Überlegen Sie sich mal bei einer Musik-CD, was habe ich da für Rechte? Wenn Sie eine Musik-CD kaufen, was haben Sie da, was ist da das Nutzungsrecht? Naja, Sie können die CD in Ihren CD-Spieler stecken und die Musik hören. Ne? Also einfach die Musik genießen. Wie sieht es aus mit Einbehaltung von Erträgen? Potenzielle Erträge. Ich könnte ja theoretisch mich irgendwo in die Straße stellen und die Musik laufen lassen und Geld einsammeln. Das geht natürlich standardmäßig nicht bei allen CDs, die unter die GEMA-Gebühr fallen. Das heißt, das Recht habe ich typischerweise nicht bei einer Musik-CD. Veränderung von Form und Substanz. Naja, ich weiß nicht ganz genau, was in den einzelnen Vereinbarungen drinsteht, aber ich denke, ja, jeder, der eine Musik-CD kauft, wird wahrscheinlich auch das Recht haben, die Musik-CD zu zerbrechen, vielleicht ein kleines Pulver zu stampfen und damit irgendwelche schönen Bilder zu basteln. Oder man könnte einfach die CD auf der nicht so wichtigen Seite beschriften, irgendwas draufmalen. Das wäre Veränderungen von Form und Substanz und ich denke, da gibt es eigentlich kein Problem. Ne? Das sollte eigentlich grundsätzlich erlaubt sein, wenn ich eine Musik-CD habe. Und dann Übertragung dieser Rechte. Ja, ich kann natürlich eine CD gebraucht verkaufen und übertrage dann quasi das Recht der Nutzung und der Veränderung von Form und Substanz an jemand anders. Aber ich kann auch, wenn ich ein Gewerbe habe, eine GEMA-Gebühr zahlen und mir das Recht erwerben, das Recht erwerben, diese CD auch gewerblich abzuspielen, ne? Sodass ich in gewisser Weise das Recht auf Einbehaltung von Erträgen mir erkaufe. Ne? Denn nur wenn ich eine Kneipe habe und nette Musik laufen lasse, dann trinken die Leute vielleicht mehr. Das sind so meine Lieblingsbeispiele. Und Sie sehen, jedes Gut, bei jedem Gut ist es ein bisschen anders. Und das macht die Ökonomik der Eigentumsrechte eigentlich so spannend. Und ja, das zweite Beispiel ist eben besonders spannend, weil da geht es um intellektuelle Eigentumsrechte. Das kann man auch viel komplizierter darstellen, das kann man auch viel detaillierter drauf eingehen. Und das werden wir natürlich später in der Vorlesung auch machen. Aber jetzt geht es erstmal um Eigentumsrechte allgemein und dann erstmal ums Coase-Theorem. Grundsätzlich können wir sagen, die Konzentration von Rechten innerhalb eines Gutes beeinflusst den Wert des Gutes. Ja, das ist intuitiv logisch. Wenn alle denkbaren Verfügungsmöglichkeiten in Bezug auf ein Gut oder wir sagen hier auch Ressource in einer Person gebündelt sind, dann haben wir eine hohe Konzentration. Und das ist eben der Extremfall des Privateigentums an etwas. Und in dem Fall ist der Wert einer Ressource natürlich hoch für die Person. Ne? Weil, warum? Die Person, die eine Ressource hat und viele Verfügungsmöglichkeiten über diese Ressource, die kann natürlich mehr mit dieser Ressource anstellen. Umgekehrt, im anderen Extremfall sprechen wir von verdünnten Verfügungsrechten. Oder auf Englisch attenuated property rights.
wenn mehrere oder sogar jedermann auf der Welt ein gleiches Recht an einer Ressource geltend machen kann. Der Extremfall wären zum Beispiel die Weltmeere, die ja keiner Nation angehörig sind und die theoretisch der ganzen Menschheit gehören. Und da ist es dann viel, da ist dann der Wert für das Individuum auf privatem Niveau natürlich sehr viel geringer, weil das Individuum hat sehr wenig Verfügungsmöglichkeiten daran. Genau. Und ich denke, es wird eine schöne, es könnte eine schöne Übungsaufgabe sein, sich Beispiele für zwischendrin zu überlegen. Ne? Also, das hier sind ja Extremfälle einer Skala. Und ja, das ist eigentlich eine schöne Übungsaufgabe, dass Sie sich Beispiele überlegen für Fälle zwischendrin, ne? Wo die Verfügungsrechte ein bisschen verdünnt oder nicht ganz sehr stark sind. Okay, es gibt Effizienzgründe für Eigentum. Die Folie kennen Sie vielleicht noch aus der ÖAR 1. Stellen Sie sich erstmal auf der linken, schauen Sie erstmal die linke Seite an. Die linke Seite ist eine Welt ohne durchsetzbare Eigentumsrechte. Wir haben eine Dilemmasituation. Zwei Spieler, der Spaltenspieler kann sich entscheiden zwischen Produktion und Diebstahl. Der Zeilenspieler kann sich entscheiden zwischen Produktion und Diebstahl. Und diese Dilemmaspiele sind so konstruiert, dass es natürlich für die Gesellschaft am besten ist, wenn beide Produktion spielen. Und Diebstahl ist natürlich schlecht für die Gesellschaft, weil dann keine Werte geschaffen werden. Was ist hier im Einzelnen, was steckt hier im Einzelnen drin? Per Annahme bringt Produktion einen Erlös von 5 für den Spieler, der Produktion spielt, mit Kosten von 2. Das steckt quasi hier drin. Erlös minus Kosten ist 3. Das heißt, jeder Spieler kann potenziell einen Gewinn von 3 rausziehen aus der Produktion. Allerdings nur, wenn er nicht beklaut wird. Denn sagen wir mal, der Spaltenspieler spielt Produktion und der Zeilenspieler entscheidet sich, Diebstahl zu spielen. Dann hat der Zeilenspieler Kosten des Diebstahls, das hier sind die minus 1, und aber er eignet sich den ganzen Erlös des Spaltenspielers an, das sind die 5, und hat somit einen Gewinn von 4. Während der Spaltenspieler, der hat gar nichts von seinen Erlösen, sondern nur seine Produktionskosten, minus 2. Und sitzt dann auf minus 2 fest. Okay? Und da das Ganze symmetrisch aufgebaut ist, ist es hier drüben auch so. Und was passiert, wenn beide Diebstahl spielen? Naja, dann sitzen beide auf ihren Kosten des Diebstahls fest und es wird kein Wert geschaffen. Das ist das Setup dieses einfachen Spiels in der Welt ohne Eigentumsrechte. Und wie analysieren wir das jetzt? Ganz einfache Spiele analysieren wir einfach mit dem Nash-Gleichgewicht. Wissen Sie noch, was das Nash-Gleichgewicht ist? Ich definiere das am liebsten immer als eine Situation, eine Strategienkombination, in der beide Spieler ihre jeweils beste Antwort spielen. Okay? Was ist die beste Antwort? Ups. Schauen wir uns den Zeilenspieler an. Der Zeilenspieler überlegt sich, gegeben der Spaltenspieler spielt Produktion. Was ist da meine beste Antwort? Naja, wenn ich selber Produktion spiele, habe ich 3. Wenn ich Diebstahl spiele, habe ich 4. Also ist Diebstahl meine beste Antwort. Okay, dann überlege ich mir, wenn der Spaltenspieler Diebstahl spielt, was ist da meine beste Antwort? Naja, wenn ich Produktion spiele, habe ich minus 2. Wenn ich Diebstahl spiele, habe ich minus 1. Minus 1 ist ein bisschen besser. Also ist Diebstahl wieder meine beste Antwort. Okay, und da das Spiel symmetrisch ist, gilt das gleiche umgekehrt. Das heißt, für den Spaltenspieler ist auch
Diebstahl immer die beste Antwort. Und wir sehen, wir haben genau eine Situation, nämlich rechts unten, die eine gegenseitig beste Antwort darstellt, nämlich Diebstahl, Diebstahl. Und das ist gesellschaftlich gesehen natürlich schlecht, weil dann keine Werte geschaffen werden. Und es gibt eben keinen unilateralen Anreiz, von dieser Situation abzuweichen. Ne? Denn sobald einer der beiden Spieler abweicht und versucht, Produktion zu spielen, kann der andere ihn ausrauben. So, aber das ist nur, weil es keine Eigentumsrechte gibt in dieser Welt. Jetzt führen wir mal Eigentumsrechte ein, und das ist hier auf der rechten Seite so modelliert, dass wir Steuern eingeführt haben, und diese Steuern führen dazu, dass der Produktionserlös geringer ist. Wir haben jetzt statt 5 jetzt nur noch 4, sodass der Gewinn potenziell von Produktion 2 betrüge. Und was machen diese Steuern? Naja, diese Steuern finanzieren ein System zur Durchsetzung von Eigentumsrechten, ein Rechtssystem. Was passiert dadurch? Erstmal passiert dadurch, dass wenn jemand Diebstahl spielt, er sich die Erlöse nicht mehr aneignen kann. Also die Rechte an der Produktion bleiben immer bei der Person, die produziert. Also selbst wenn der Spaltenspieler Produktion spielt und der Zeilenspieler entscheidet sich für Diebstahl, behält der Spaltenspieler seinen Produktionserlös. Okay, das ist der eine Effekt des Rechtssystems, der Eigentumsrechte. Und der andere Effekt ist natürlich, Sie sehen es hier an dem minus 3, dass die Kosten, Entschuldigung, dass die Kosten des Diebstahls auf minus 3 erhöht werden statt minus 1.